Starker Wind, Regen und Graupelschauer zum Verweilen und Flanieren lud dieses Wetter wahrhaftig nicht ein. Und dennoch waren Jugendliche aus ganz Niedersachsen am Mittwoch der Karwoche nach Hildesheim gereist, um am Abend die Krisammesse zu feiern. Schon Stunden zuvor waren sie auf den Domhof gekommen. Dort präsentierten sich verschiedene Jugendverbände, Gruppen und Einrichtungen des Bistums. Es ist natürlich doof, dass das Wetter schlecht ist, aber trotzdem kommen wir gerne her. Ich finde einfach diese Stimmung super, auch heute trotz des schlechten Wetters. Es sind hier die schöne Stände aufgebaut und es macht halt immer Spaß. Ich finde es einfach unglaublich, einfach so zu wissen, dass es doch so viele junge Menschen gibt, die doch Interesse an der Kirche haben. Weil es immer toll ist und man Leute trifft und so. Es ist einfach immer schön. Dass so viele in die Domstadt gekommen waren, um die Krisammesse zum ersten Mal nach 5 Jahren wieder in der frisch sanierten Bischofskirche zu feiern, das freute auch den neuen Domdechanten. Das macht deutlich, dass der Dom wieder seine Anziehungskraft zurückgewonnen hat. Ich kann sagen, selbst in den Vorbereitungen zur Gestaltung des Domes war immer so der Gedanke, wie geht das mit der Krisammesse? Und alle Überlegungen zur Sanierung des Domes haben immer auch auf diesem Punkt hin auch Überlegungen angestellt und wir haben das mit in die Planung einbezogen. Zu Beginn der Messe war dann jedes noch so kleine Plätzchen besetzt. 2300 Jugendliche wollten mit dem Bischof und den Priestern der Diözese feiern. Eine Kirche voller junger Menschen, ein Bild, das man nicht alle Tage sieht. Das weiß auch der Hildesheimer Bischof zu schätzen. Ihr seid großartig. Da kann es regnen, da kann es stürmen, da kann es Hagel und Schnee geben. Euch hält das nicht. Ich bin einfach sprachlos. Ihren Namen hat die Krisammesse vom gleichnamigen Öl. Dieses Öl benötigen die Pfarrer im Laufe des Jahres zum Beispiel für Taufen und Firmungen, für Krankensalbungen oder die Priesterweihe. Höhepunkt der Messe war dann auch die Weihe des Öls durch den Bischof. Das heißt, die Krisammesse feiern Christen in aller Welt in den Tagen vor Ostern, aber nur im Bistum Hildesheim auf diese ganz besondere Weise. Das spricht natürlich für Hildesheim. Wir haben in unserer Diözese eine so gute geprägte Tradition dieser Krisammesse, dass es die jungen Leute nicht abhält, wenn es regnet und sogar ein wenig schneit. Es ist kalt, es ist richtig ungemütliches Wetter. Aber so wie man im Dom ist, ändert sich das.